Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Sie und euch herzlich willkommen zur nächsten virtuellen Pressekonferenz. Englische Wochen haben das so an sich, dass es dann Schlag auf Schlag geht. Zum Ende dieser ereignisreichen Woche spielen wir gegen Borussia Dortmund hier in der Bentele Arena am Sonntag um 18 Uhr. Ich sehe ja auch, dass zahlreiche Fragen von Journalisten schon eingegangen sind. Aber wir wollen natürlich mit dem Statement des Trainers starten. Bitte, Steffen, deine Vorschau auf das Spiel. Statement? Erstmal hallo, guten Morgen. Ich glaube, kommt ein Spiel auf uns drauf oder wir werden auf einen Gegner treffen, der, ja, wo wir über die Qualität, glaube ich, gar nicht reden müssen. Ich freue mich sehr auf das Spiel, freue mich sehr auf die Mannschaft, die zu uns kommt. Aus reiner fußballerischer Sicht ist eine der besten Mannschaften, die wir haben. Und für uns eine große Herausforderung, wie jedes Wochenende. Und so wollen wir es auch angehen. Wir wollen gucken, dass wir mutig spielen, ähnlich wie im Hinspiel. Gucken, dass wir unsere Chancen suchen. Wer das Hinspiel vor Augen hat, muss man sagen, ist natürlich ein sehr, sehr optimaler Verlauf gewesen, was den Anfang angeht. Aber dann auch in der zweiten Halbzeit auch ganz klar zu sehen war, welche Stärken Dortmund dann hat. Und deswegen wissen wir, was auf uns zukommen kann, so kommen wird. Nichtsdestotrotz bleiben wir bei uns. Bei uns sind soweit alle im Einsatz oder einsatzfähig. Klaus hat die 15. gelbe Karte. Der wird ausfallen. Wie wir darauf reagieren werden, das steht noch nicht zu 100% fest. Aber ich glaube, das ist auch normal. Ich sage mal, die Jungs sind heute am zweiten Tag. Welche Gedanken wir da haben, da sind einige dabei. Da gucken wir mal. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, es ist einfach ein Spiel, auf das wir uns alle freuen sollten. Und darauf kommt es an. Dankeschön. Ja, Steffen, vielen Dank. Soweit Matthias Reichstein vom Westfälischen Volkspark, die erste Frage eingereicht und es geht gleich um die personelle Situation, zu der du eigentlich schon was gesagt hast, aber ich will die Frage nicht unterschlagen. Wer übernimmt am Sonntag die Rolle von Klaus Jasula? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Geht auch die Möglichkeit, dass wir vom 4-4-2, was wir jetzt gespielt haben, wieder auf den 4-3-3 zurückgehen. Könnte Vasiliades auf die 6 rücken. Dann würden wir mit zwei neuen Achter spielen, wobei Marlon Ritter, Hamed Sabiri die Möglichkeit hätten, dann zu spielen. Vielleicht kommen wir auch noch auf eine ganz andere Idee. Da warten wir mal in Ruhe ab. Aber wie gesagt, da gibt es ein, zwei Situationen. Aber die erste wäre dann, Vasiliades auf die 6 zu ziehen und dann mit einem oder zwei dann eben auf der Achterposition zu spielen. Danke, Steffen. Frank Beinecke, Neue Westfälische, geht auch auf eine personelle Situation ein. Kai Pröger stand in Augsburg erstmals seit sehr langer Zeit nicht in der Startelf. Was waren die Beweggründe und wie stehen seine Chancen, am Sonntag wieder von Anfang an zu spielen? Die Beweggründe sind ganz einfach, dass andere Jungs im Kader die Sache auch gut machen. Kai jetzt eine ganze Zeit von Anfang an gespielt haben. Wir das Gefühl hatten, dass er in den ersten zwei Spielen nach dem Restart, wie das so schön heißt, nicht so zur Geltung kam, wie er das sonst kam, und dann ist das, glaube ich, auch normal, dass man da den einen oder anderen Wechsel vornimmt. Warum? Weil ich glaube, wir ein Kader sind, der nicht oder wo keiner zu 100% gesetzt ist. Deswegen sind wir mit Jimmy auf rechts angefangen und Gary auf links, was beide meines Erachtens sehr, sehr gut gemacht haben, und dementsprechend stehen natürlich die Chancen auch für Kai, dass er natürlich jederzeit für uns eine Alternative ist, auch von Anfang an zu beginnen. Gleichzeitig natürlich auch die Alternative, dass er reinkommen kann. Ich finde, Kai hat es sehr, sehr gut gemacht, als er reingekommen ist. Hat in den ersten zwei, drei Minuten keine Probleme, sondern konnte sich noch nicht durchsetzen. Dann ist er besser ins Spiel reingekommen. Das erwarten wir von ihm und deswegen stehen seine Chancen wie immer. Er kann von Anfang an auflaufen, er kann aber auch reinkommen. Michael Richter vom Kicker nimmt sich die tabellarische Situation ein bisschen vor. Wie immer. Für beide Teams nahm der Wochenspieltag eine eher ungünstige Entwicklung. Chancen in der Tabelle noch die Ziele zu erreichen sinken, hat das Auswirkungen auf das Spiel personell oder gedanklich? Na, der Herr Richter geht ja öfter darauf ein, auf die Tabellensituation. Das ist der Unterschied zu ihm und mir. Ich gehe auf die Leistung der Mannschaft ein und da wird es keine neuen Sachen geben, sondern wir werden Vollgas geben, werden nach vorne spielen. Es wird keine personellen
Veränderungen geben, die darauf hinspielen, weil wir jetzt vielleicht irgendwas nicht mehr erreichen können. Wir haben noch 6 Spiele, wir können und wollen weiter punkten, wollen weiter auch an Siegen arbeiten, was uns in letzter Zeit nicht gelungen ist. Trotzdem muss man sagen, wenn man die letzten 3 Spiele nimmt, haben wir mit einmal aus 3 Spielen nur noch ein Gegentor bekommen, sind in der Tabelle, auch wenn wir 3-mal unentschieden gespielt haben, wenn wir den Restart nehmen, jetzt nicht unbedingt die schlechteste Mannschaft. Und das ist ja das, was unser Ziel ist, aus den letzten 9 Spielen so gut wie möglich rauszukommen, so gut wie möglich zu punkten. Da haben wir am Wochenende eine Chance gegen Dortmund, das wollen wir nutzen. Und die Tabellensituation hat sich nicht verändert. Die Situation ist genauso wie vor dem Restart. Wir haben die schlechteste Ausgangsposition. Wir sind die Mannschaft, die dann natürlich den größten Abstand auf sichernde Ufer hat. Und trotzdem sind wir noch dabei. Und das wollen wir zeigen, das wollen wir machen, auch gegen Dortmund. Ja, auch ich gehe mal davon aus, dass die meisten uns da nicht so viel zutrauen. Wir trauen uns da was zu und so wollen wir auch auftreten. Und deswegen gehen wir auch personell und gedanklich wie immer in das Spiel rein, Vollgas nach vorne und versuchen zu gewinnen. Ja, danke Steffen. Frank Beinecke in Neu-Westfälische geht auf den Gegner ein. Wie schätzen Sie die Entwicklung des BVB in der Rückrunde ein und wie bewerten Sie Dortmunds Stärke im Vergleich zur Ausgangssituation vor dem Hinspiel? Die Entwicklung, also ich finde, dass der BVB eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat. Ja, jetzt gehen wir vielleicht dann davon aus, dass man jetzt das letzte Spiel gegen Bayern verloren hat. Ich glaube, das ist anderen auch schon passiert. Ich fand, es war ein ausgeglichenes Spiel. Das hätte man auch durchaus mit einem Punkt beenden können, wenn man ein bisschen Glück hatte. Wenn wir die erste Chance in der ersten Minute sehen, wenn der reingeht, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich finde, die Mannschaft hat hinsichtlich der ganzen Saison eine ganz andere Stabilität. Haben nicht umsonst die meisten Tore geschossen, auch in ihrer Geschichte. Und das zeigt eigentlich die Stärke. Es ist eine Mannschaft, die komplett nach vorne spielt, die aus allen Positionen Tore erzielen kann. Die, ich sag mal, wenn wir ehrlich sind, wir wissen nicht, wie das Spiel ausgeht. Wir können alles geben und kriegen vielleicht trotzdem einen Arsch voll. Und das muss uns klar sein. Und deswegen müssen wir alles reingeben. Aber wie gesagt, nicht böse sein, wenn ich mich nicht so doll mit der Entwicklung vom BVB auseinandergesetzt habe. Wie gesagt, die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial und wird auch in den nächsten Jahren eine ganz gehörige Rolle im deutschen Fußball spielen. Ja, Michael Richter vom Kicker legt nochmal nach. Bleibt neben vielen positiven Aspekten die bittere Erkenntnis, mit dem von vielen gelobten Auftreten in der Saison einfach zu wenig Ertrag eingefahren zu haben? Was sind die Gründe dafür? Da gebe ich Herrn Richter recht. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du, ich sag mal, immer an die Leistungsgrenze kommst und am Ende zu wenig rausholst. Das ist, wie gesagt, gelobte Auftritte bringen dann nichts. Uns fehlen die Punkte. Wir sind aber verantwortlich dafür, dass wir in der einen oder anderen Situation die Punkte nicht geholt haben. Wir brauchen ja nur die letzten 3 Spiele nehmen. Wir hatten, glaube ich, in jedem Spiel die Möglichkeit, am Ende das Spiel noch für uns positiver zu gestalten. Das ist uns nicht gelungen. Die Gründe liegen einfach daran, dass wir es nicht gemacht haben. Wenn Sie jetzt hören wollen, dass wir das falsch gemacht haben oder das falsch gemacht haben, gebe ich Ihnen recht, weil wir haben nicht alles richtig gemacht, das war aber klar. Und deswegen bewerten wir natürlich auch die Leistung und die Leistung der Jungs war gut. Ich glaube, dass wir in vielen Situationen gar nicht mehr leisten können, aber wir versuchen es und die Jungs haben sich weiterentwickelt, gut gemacht. Es reicht halt dann in diesen Situationen nicht immer, um in dieser Liga Punkte zu holen und das muss uns aber klar sein und war uns klar. Trotzdem muss man sagen, haben wir den einen oder anderen Punkt wirklich liegen gelassen, gar nicht in den letzten 3 Spielen, sondern in den vielen Spielen davor und da muss man sagen, haben wir die Entwicklung nicht so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, Steffen, vielen Dank. Der WDR kommt mit 2 Fragen, starten wir mit der ersten. Wie viel Schwung für das Saisonende würde ein Sieg gegen Dortmund bringen? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir das nicht wissen. Also erstmal müssten wir dann gegen Dortmund gewinnen. Wie schwer das wird, wissen wir. Und wie viel Schwung das bringen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, genauso wie jetzt, weil die Mannschaft immer wieder versucht, bei Niederlagen, genauso wie bei Siegen, bei Unentschieden, das nächste Spiel als das anzugehen, was es ist, ein Spiel, was wir gewinnen können. Und ich glaube, das sieht man den Jungs auch an. Und ob das Schwung bringt oder nicht, für uns wäre ein Sieg gegen Dortmund nicht nur tabellarisch oder punktemäßig sehr, sehr wichtig fürs Gefühl oder so, weil so oft hat noch keiner von uns gegen Dortmund ein Punktspiel gemacht.
Ja, die zweite Frage des WDR richtet sich mehr auf den Gegner. Ich weiß, dass du dich nicht so intensiv mit Dortmund beschäftigen möchtest, aber trotzdem wollen wir sie natürlich mitnehmen. Was trauen Sie Dortmund im Meisterschaftskampf noch zu? Dortmund kann die nächsten 6 Spiele gewinnen und dann haben sie 18 Punkte mehr und Bayern aber auch. Und ich glaube, der Vorsprung, den Bayern hat, ich wüsste nicht, wann sie den das letzte Mal verspielt hätten und schon gar nicht, wie sie jetzt im Moment auftreten. Deswegen glaube ich, dass mal Dortmund genauso wie Leipzig und Gladbach, Leverkusen um die Champions-League-Plätze kämpfen wird und das wird auch ihr Anspruch sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Bayern sich das noch nehmen lässt. Frank Beinecke, Neue Westfälische, kommt noch mit einer anderen Personalie. Nimmt Samuel Frithjonsson wieder am Mannschaftstraining teil und ist er am Sonntag eine Option für den 20er-Kader? Samuel war die ganze Zeit im Mannschaftstraining dabei. Ich wüsste nicht, dass da andere Informationen waren. Und natürlich ist er dann auch ein Teil für den Kader. Gerade auch jetzt mit der Personalie Klaus Jasula ist er natürlich eine Option für den Kader. Ja, ich sehe, dass die Liste abgearbeitet ist. Warten wir vielleicht noch eine Sekunde, ob da noch was hinterherkommt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann vielen Dank für die eingereichten Fragen und Steffen, vielen Dank für deine Antworten. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag und bis dahin alles Gute. Dankeschön.